Don't waste it. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht weiter in der Einrichtungsserie. Und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes einfach mal an, was heute mit dazugekommen ist. Und dafür gehen wir erstmal schön rein in das Haus und wir müssen einmal hoch in die obere Etage. Und wenn wir jetzt durch das Schlafzimmer durchgehen, was wir ja hier schon gebaut haben, auf dem Balkon, dann seht ihr schon, dass wir den jetzt eingerichtet haben. So, genau, und zwar was wir hier haben, es ist nicht sehr viel, weil der Balkon noch relativ klein ist, aber es sind einfach so ein bisschen Nutzwerkzeuge, würde ich mal sagen. Wir haben zum einen hier auf dieser Seite so ein paar Pflanzen, in diesem Fall sind das Weizen, die hier wachsen. Ich habe mir das aber ungefähr so vorgestellt, ihr kennt das wahrscheinlich, dass einige Leute dann irgendwie Tomaten oder so etwas auf dem Balkon züchten und ungefähr das wollte ich damit hier darstellen. Also einfach so ein paar Pflanzen, die hier wachsen. Hier haben wir einen Haken, wo man dann irgendwie eine Gießkanne oder sowas aufhängen kann. Eine Lampe natürlich, damit es hier auch hell ist. So ein paar Töpfe mit Pflanzen als Dekoration. Einen schönen Teppich haben wir hier. Das hier soll ein Eimer oder so etwas darstellen. Ist eigentlich ein Creeper-Kopf. Sieht man jetzt nicht, weil der da hinten wegguckt. Und was das hier sein soll, das ist eine Wäsche, so ein Wäscheständer, wo man seine Wäsche aufhängen kann. Ich hoffe, man kann das erkennen, aber ich glaube, wenn man das so sagt, dann versteht man das schon. Und genau das ist heute dran. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal rüber und fangen an, das Ganze nachzubauen. Dafür müssen wir natürlich hier einmal oben auf den Balkon drauf. Und ich würde sagen, wir fangen hier, wenn man von innen hier auf den Balkon drauf kommt, hier links an. Und zwar brauchen wir erstmal Grasblöcke. Und da setzen wir drei Stück hier hin, in diese, also hier drei Stück einfach an die Wand dran. Dann brauchen wir Holzfalltüren, dann setzen wir auch drei Stück da dran und klappen die zu. Und dann brauchen wir eine Hacke, ich habe jetzt einfach mal eine Steinhacke genommen und dann müssen wir das Ding einmal hier hacken und brauchen dann Seeds, also Samen, oder warte, wie heißen die Dinger? Ja, Weizenkörner, also diese Seeds. Und die pflanzen wir dann ein. Also ihr müsst schnell machen, weil ihr seht schon, die Erde, die regeneriert sich sonst. So, dann setzen wir die Dinger da drauf. Dann als nächstes würde ich sagen, nehmen wir uns Birkenholzzaun und setzen hier rechts neben die Tür zwei Stück hin. Dann brauchen wir einen Glowstone. Und den setzen wir dann hier oben drauf. Dann nehmen wir uns Rahmen und setzen auf jede Seite einen Rahmen dran, damit es einfach ein bisschen dekorativer ist, ein bisschen besser aussieht. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf der rechten Seite weiter mit diesem Wäscheständer. Dafür brauchen wir einmal Gitter. Und setzen zwei Stück hier hin, also rechts in die Ecke ein und links daneben. Und dann brauchen wir nochmal Holzfalltüren und setzen davon zwei Stück hier drauf. Dann können wir uns schon mal so einen Creeper-Kopf nehmen. Und den dann hier hinsetzen. Also ich habe den einfach hier so rückwärts so dran gesetzt. Dann sieht man nicht, dass es ein Creeper-Kopf ist. Und dann soll das, ja wie gesagt, so ein Eimer oder so etwas darstellen. Oder einfach irgendein Gerät, was man hier auf dem Balkon vielleicht benutzen kann für diese Blumen. Dann können wir schon mal einen Haken nehmen, den hier dran setzen. Und dann brauchen wir Teppich. Und zwar habe ich grünen Teppich genommen, den hier hingesetzt und hier hin. Und in die Mitte habe ich dann nochmal einen hellgrünen Teppich genommen und zwei Stück da hingesetzt. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Das passt halt farblich hierzu, das passt farblich hierzu. Deshalb habe ich einfach grünen Teppich genommen. Und dann sind wir sogar schon fast durch. Also in diesem Video echt nicht viel, was dazu kommt. Aber trotzdem finde ich, ist der Balkon eigentlich richtig nice geworden. Und zwar brauchen wir nochmal drei Töpfe und setzen auf jeden von diesen Steindingern jeweils einen Topf hin. In die Mitte habe ich eine orangene Tulpe reingepackt. Auf die linke Seite einen Birkensetzling. Und ganz rechts habe ich Porzellansternchen reingepackt. Ihr könnt aber auch alternativ natürlich andere Pflanzen reinnehmen. So habe ich das aber gemacht und damit haben wir den Balkon schon vollständig.
Also wie gesagt, einfach eine kleine Folge, aber trotzdem sind wir jetzt hier erstmal fertig mit diesem Bereich. Das heißt, also der ganze, wenn man hochkommt, ist das ja der linke Flügel vom Haus. Den haben wir jetzt fertig. Und da muss ich mal gucken, wo wir das nächste Mal weitermachen. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Falls ja, wäre es richtig cool, wenn ihr einfach ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, meine Freunde, ihr seid echt eine geile Community. Dankeschön für alles und ciao, ciao.